dürfen wir wieder rein. Sind Sie ja überschüssige Energie losgeworden, oder wie? Bitte. Ja, dann stellen Sie doch mal Ihr Skateboard wenigstens ganz hinten ab. Sie sollen ja als Zeugin aussagen. Sie wissen, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie hatten Svenja Mahler, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Sonnheim. Ledig, Sie sind Schüler in der Kollegstufe im Gymnasium. Verwandt oder verschwägt mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Ja, das stimmt. Aber wir gehen auf dieselbe Schule. Ja, wir wollen uns über den 21. November heute unterhalten. Was haben Sie denn da beobachtet in der Schule? Ich habe den David im Kollegstufenzimmer gesehen. Wann haben Sie ihn da gesehen? Wann das war, weiß ich nicht mehr genau. Aber es müsste irgendwann in der 7., 8. Stunde gewesen sein. Da habe ich Kunst gehabt. Und wie konnten Sie ihn dann im Kollegstufenzimmer sehen? Vom Kunstteil kann man ziemlich gut ins Kollegstufenzimmer sehen, weil unsere Schule ist so U-förmig gebaut. Und da ist nur der Pausenhof dazwischen, aber da war um die Uhrzeit ja keiner mehr. Ja. Haben Sie da auch sehen können, was der Angeklagte da im Kollegstufenzimmer gemacht hat? Ja, er hat seinen Rucksack genommen und ist gegangen. Das war's oder hat er sonst noch was getan? Nein, das war's. Da wundere ich mich jetzt ein bisschen, weil bei der Polizei haben Sie noch gesagt, vorhalb Blatt 42 der Akte, Sie hätten gesehen, dass er dieses Skateboard hier an sich genommen habe. Ja, das habe ich damals nur so gesagt. So gesagt? Pass nicht mal auf. Ich habe Sie gerade belehrt, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Jetzt belehre ich Sie vorsichtshalber, auch 55 StPO, dass Sie auf Einzelfragen gar nicht mehr antworten müssen, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten könnten. Stichwort falsche Verdächtigung. Warum haben Sie das einfach so gesagt, wenn ich fragen darf? Ja, das war so, da war ich mir auch wirklich noch sicher, dass es David war. Und da habe ich einfach nur gedacht, ich habe es nicht gesehen, dass er außer seinem Rucksack auch noch Skateboard genommen hat. Und, aber jetzt, wo ich so vor Ihnen sitze, habe ich dann doch ein bisschen Angst. Und da sage ich lieber, was wirklich war. Also merken Sie eigentlich, wie gezwungen das klingt, was Sie gerade abziehen? Das ist aber die Wahrheit. Das klingt sehr gezwungen. Wirklich. Was ganz anders. Sie sind doch gerade mit diesen beiden jungen Herren da reingekommen. Das sind doch Freunde vom Angeklagten, oder? Kann es sein, dass die beiden Herren vielleicht irgendwas mit ihrer geänderten Aussage zu tun haben? Nein. Was ist denn das überhaupt für eine Frage? Das geht ja mal gar nicht. Wir haben mir doch gerade noch geholfen. Ja, genau. Da sind nämlich total dumm angepöbelt. Mit Ihnen redet gerade gar niemand. Und wenn Sie nicht den Mund halten, dann sind Sie gleich wieder draußen. Ernsthaft, mich bedroht keiner. Na gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie uns zu sagen haben? Ne? Ja, ich glaube, dass Jonas einfach nur gesagt hat, dass David ihn geschlagen hat. Weil er so sauer war, wegen so einem Video, was der David an sämtliche Schüler in unserer Schule und ins Internet gestellt hat. Ja, das Video ist mir doch total egal. Stimmt nicht. Das ist ihm überhaupt nicht egal gewesen. Wenn er sagt, es ist ihm egal, warum zweifeln Sie dran? Dann ist es ihm egal, oder? Ja, was geht denn jetzt ab? Wenn der sagt, es ist ihm egal, dann ist es ihm egal. Und wenn ich sage, er ist mir egal, dann ist er mir nicht egal, oder was? Dann ist es mir vor allem nicht egal. Genau, dann ist es mir vor allem nicht egal. Da haben Sie völlig recht. Dann wissen Sie warum, weil Sie hier lügen. Jetzt weiß man auch mal so einfach, wie Sie das machen. Aber ich erkläre es Ihnen auch ganz gerne. Ihnen ist deswegen nicht egal, weil Sie sich die ganze Mühe gemacht haben, dieses Video zusammenzubasteln. Warum haben Sie das denn gemacht, wenn nicht, um ihn bloßzustellen, weil er Ihnen eben nicht egal ist? Haben Sie denn das Video gar nicht gesehen? Nein. Das ist echt total peinlich. Ja, das mag sein. Aber auch wenn es peinlich ist, weiß ich nicht, was das zur Sache tut, ob der Anklagte die Tat hier begangen hat oder nicht. Das verstehe ich dann trotzdem nicht. Trotzdem, schauen Sie sich's mal an. Das war Jonas wirklich total peinlich. Naja, gut. Ich meine, das mag sein. Nur wissen Sie, was ich mir halt überlege, der Herr Bode, der ist ja gar nicht jetzt hier so krass aufgetreten. Der sagt ja nicht, der Angeklagte war's. Das würde ich aber so mir vorstellen, wenn er wirklich den Angeklagten in die Pfanne hauen wollte. Der sagt nur, er hat da jemanden gesehen und vielleicht war es der Angeklagte. Also richtig ihm einen reinwürgen will er ja gar nicht. Ja, ich glaube, das hat er einfach nur so gesagt. Wahrscheinlich war da gar keiner. Und was ist dann passiert? Ich glaube, dass der Jonas einfach im Gang irgendwie ein bisschen Skateboard geübt hat. Dann hat's ihn halt geschmissen und dann hat er sich halt dabei die Nase gebrochen. Sag mal, spinnst du? Jetzt lassen Sie die Frau Mahler doch bitte mal ausreden. Doch, ja? Echt. Ich kenne den Jonas schon so lange. Ich weiß ganz genau, wie der tickt. Er ist doch total albern. Aber unter diesem Gesichtspunkt wäre es ja vielleicht doch wichtig, wenn man sich dieses Video mal ansehen könnte. Dumm nur, dass es leider nicht vorliegt. Doch, schauen Sie sich es an. Das ist bestimmt wichtig. Ich hab's auch dabei. Ach, das haben alle möglichen hier dabei, oder wie? Aber so einfach ist es nicht, denn so ganz freiwillig ist das Video ja nicht auf Ihren Handys gelandet. Und ich meine, der Herr Bode hat natürlich ein Persönlichkeitsrecht. Ja? Und das kann nicht einfach so gezeigt werden, ohne sein Einverständnis. Aber wenn der Herr Bode zustimmen würde, ja, dann hätten wir rechtlich kein Problem. Ja, ist mir eigentlich ziemlich egal, hat eh schon jeder gesagt. Kam mir auch ganz gut an bei allen, wie er das hat. Gut, ja, dann bringen Sie mal Ihr Handy, nehmen wir doch Ihres. Schauen wir mal, ich habe hier... Ja, klar. Hier ist es. Sie müssen eigentlich nur noch auf Play drücken. Ja gut, dann sehe ich es natürlich nur ich. Haben Sie da irgendwie einen Anschluss? Ja, da. Genau. Schauen wir gleich mal hier in der Schublade. Ja. Ich setze mich das mal. Das müsste eigentlich gehen, wenn das... Ja, das passt.
Und hier muss ich nur noch auf die OK-Taste drücken? Ja, einfach auf den dicken Knopf. Ja, dann ergeht zunächst folgender Beschluss. Das von der Zeugin überreichte Video ihres Handys wird hiermit in Augenschein genommen durch Abspielen. Schauen wir, ob wir das direkt hier auf den Monitor legen können und starten. Thank you. Ich hab mich total nicht Opfer. Ich bin ein Opfer. Also ein gewisser Hüftschub ist ja schon mal da. Ich bin der Richtige für dich. Nur ich, nur ich, nur ich, nur ich. Ich bin total nicht schockt mich immer wieder. Also ich denke, jetzt haben wir alle genug Spaß gehabt. Hm? Können wir uns wieder ein bisschen beruhigen, Herr Staatsanwalt auch. Ich mag jetzt hier nicht den Dieter Bohlen geben, aber ich würde mal sagen, in einem echten Musical-Casting, in der zweiten Runde, würden Sie es wohl kaum schaffen. Ah, täuschen Sie sich immer nicht. Naja, jetzt haben Sie auf jeden Fall gesehen, wie peinlich das für den Jonas wirklich war. Also, wie gesagt, ich glaube, er ist einfach selber vom Skateboard gestürzt und hat diese Mitleidstour auch einfach nur abgezogen, damit Kim auf ihn reinfällt. Ja, das klingt doch logisch. Ja, der Meinung bin ich auch. Jedenfalls war ich das ganz bestimmt nicht. Ey, spinnst du, was soll die ganze Scheiße hier eigentlich? Das weißt du doch ganz genau. Mein Gott, bist du immer noch sauer wegen draußen? Ha? Ich habe jetzt gar keinen Bock, mit dir zu reden, echt nicht. Ey, wenn ihr irgendjemand auf irgendjemand anderen sauer sein müsst, ja? Dann bin ich auf dich, oder? Mhm, Entschuldigung, genau. Worum geht's denn da gerade zwischen Ihnen beiden? Von was er redet, habe ich keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, was ich weiß. Dann sagen Sie mir doch bitte, was Sie wissen. Ja, also Jonas und ich sind seit der 7. Klasse eigentlich beste Freunde. Und deswegen weiß ich auch, mit wem er gerade was hat oder wer ihm dumm kommt oder was er für Noten schreibt. Naja, und einmal letztes Schuljahr ist ihm dann David dumm gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum oder was da eigentlich war. Auf jeden Fall wollte ihm Jonas unbedingt eins auswischen. Und wie sollte das aussehen? Naja, also er hat sich an Tanja, Davids ehemalige Freundin, rangemacht. Nicht ehemalige, sondern damalige Freundin, oder? Genau. Das ist ein kleiner Unterschied. Richtig, damalige Freundin rangemacht. Und das war aber schon ziemlich übel, weil die waren ja auch schon recht lang zusammen. Naja, auf jeden Fall hat Jonas dann geschafft und die beiden waren eben kurz zusammen. Aber er war auch überhaupt nicht in sie verliebt oder so. Naja, auf jeden Fall ist dann Kim hergezogen und mit David zusammengekommen. Und seitdem hat Jonas nicht aufgehört, von Kim zu sprechen. Ja, na und? Kim ist ja auch cool, ne? Ja, aber sie war mit David zusammen. Na und? Und? Ist die Geschichte dann weitergegangen? Ja, ich habe natürlich versucht, ihm die Kim auszureden. Weil, also erstens habe ich gedacht, dass David natürlich dann irgendwann völlig durchdreht. Und zweitens habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Jonas irgendwelche Chancen bei Kim hat. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir dann gewettet. Jonas hat gesagt, dass er die Kim auf jeden Fall rumkriegt und ich habe dagegen gewettet. Er hatte bis zum 22.11. Zeit und unser Wetteinsatz war, dass wir uns die Köpfe rasieren, der verliert. Sie auch? Ja, klar. Also das sind so typische Wetten unter pubertierenden Jungs, das habe ich jetzt noch nie gehört, dass da ein Mädchen bei so einer Wette mitmacht. Das heißt, Sie beide sind schon wirklich ganz eng befreundet, oder? Ja, wir waren es auf jeden Fall. Wir waren. Und bis zum 22.11. haben Sie gesagt, hätte er Zeit gehabt. Mhm. Aber am 21.11. ist er da niedergeschlagen worden. Genau, deswegen hat er die Wette ja auch verloren. Ich habe die Wette nicht verloren. Du hast die Wette verloren. Du hast es nicht geschafft, Kim bis zum 22.11. rumzukriegen. Punkt. Ja, nur weil der dann die Nase gebrochen hat. Ja. Ich glaube, ich spinne. Habe ich hier das richtig verstanden? Ihr habt tatsächlich darum gewettet. Also ich finde das alles sehr interessant. Offenbar war Ihnen beiden diese Wette wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt nicht sehr oder mega wichtig, sondern wir haben halt schon immer gern gewettet. Und ich habe auch schon mal Sachen machen müssen, die ich nicht machen wollte. Und ich habe sie trotzdem gemacht. Ist einfach haben so ein Sie Spaß. Denn gefürchtet, Sie würden diese Wette verlieren? Ja, klar. Oder glauben Sie, ich bin scharf drauf, mir die Haare abzuschneiden? Haben Sie denn gewusst, dass die Kim und der Jonas sich am 21.11. treffen wollten? Ja, klar. Das war ja auch seine letzte Chance, die Wette zu gewinnen. Ja, und deshalb frage ich mich, ob nicht vielleicht Sie selbst auf Ihren guten Freund eingeschlagen haben. Ich? Niemals. Wenn Sie Angst gehabt haben, Ihre Haare womöglich zu verlieren, ja, dann ist es doch möglich.
Aber wir waren doch so gut befreundet. Ah, so tief. Meine Haare gelassen. Also ich bitte Sie, so tief kann Ihre Freundschaft ja nicht gewesen sein, wenn man sich wegen so einer blöden Wette so sehr, Entschuldigung schon, aber in die Haare kommt, sich so sehr streitet, dass man danach gar nicht mehr miteinander redet und sich sogar anpöbelt. Hm? Jonas ist der Einzige, der pöbelt. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit ihm befreundet zu sein. Und dann hat er mich da draußen gerade so blöd angemacht, dass ich jetzt sauer bin. Also langsam wird mir eigentlich immer klarer, was da wirklich abgelaufen ist. Ich sage Ihnen mal, wie das aus meiner Sicht war. Sie haben auf den Jonas eingeschlagen, ja? Weil Sie diese Wette nicht verlieren wollten. Und weil Sie da Ihre letzte Gelegenheit vor diesem berühmten 22.11. noch nutzen mussten. Und dann haben Sie das alles ganz gezielt meinem Mandanten untergeschoben. Und jetzt vorhin, als Sie mit den Freunden, den Kumpels von meinem Mandanten, die da hinten im Publikum sitzen, als Sie mit denen gesprochen haben und festgestellt haben, dass die total sympathisch sind, da haben Sie plötzlich Gewissensbisse bekommen, ja? Und deshalb versuchen Sie uns das Ganze jetzt so zu verkaufen, als ob der Jonas Bode selbst schuld war an seinen Verletzungen. Ich war das wirklich nicht. Ich war doch die ganze Zeit im Kunstsaal. Mhm. Ja, dann können wir uns doch vielleicht einfach mal mit dem Kunstlehrer unterhalten. Der hat vielleicht noch eine konkrete Erinnerung und könnte uns sagen, ob Sie nicht vielleicht doch zwischendrin mal nach draußen gegangen sind. Ja, das können Sie, glaube ich, sparen, ganz ehrlich. Also, ich habe den Tag jemanden auf dem Gang gesehen und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das ein Junge war. Und ich meine, ich kenne Sven ja jetzt schon seit wir klein sind. Und hätte ich sie erkannt, hätte ich Ihnen das ja auch gesagt. Und sie ist ja auch ein Stückchen kleiner als ihr David. Ja gut, ich meine, ich darf mal festhalten, die beiden, also der Herr Bode und die Svenja Mahler, sind jetzt nicht gerade die engsten Freunde und trotzdem setzt er sich so sehr viel Zeugin ein. Das heißt, die Aussage von Frau Mahler bleibt damit erst recht glaubhaft. Und wer bleibt dann übrig? Ihr Mandant, der Vorländer. Naja, und der ist unschuldig. Das ist das Problem. Und der ist unschuldig. Kim Herzog, Sie haben doch vorhin auch gerade erzählt, dass Sie im Kunstunterricht waren. Sind Sie beide im selben Kurs? Sie und die Svenja Mahler? Ja. Dann wissen Sie ja vielleicht noch mal, ich belehre auch Sie, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Haben Sie denn irgendwas mitbekommen? Wissen Sie noch, ob sie die ganze Zeit im Kunstunterricht war oder ob sie mal kurz zu Hause ist? Ich bin mir sicher, dass sie im Kunstunterricht war. Also ich meine, unser Kunstlehrer ist ein bisschen pingelig, was Toilettengänge angeht. Also der glaubt immer, wir würden rauchen gehen, anstatt auf die Toilette. Und dann gibt es immer die Riesendiskussion, wenn jemand aufs Klo möchte. Und es wäre aufgefallen, wenn die Svenja auf die Toilette. Also Sie meinen, sie war die ganze Zeit da im Kunstunterricht? Ja, sie war da. Ich war auch wirklich nicht draußen. Ich war die ganze Zeit im Kunstsaal, wirklich. Wirklich ist ein gutes Stichwort. Und was haben Sie jetzt wirklich vom Kunstsaal aus im Kollegstufenzimmer gesehen? Ja, ich habe den David gesehen, wie er erst seinen Rucksack genommen hat und dann das Skateboard vom Regal und dann ist er gegangen. Also, und nach dem ganzen Hin und Her, was Sie hier veranstalten, soll Ihnen das noch jemand glauben? Ja, ich habe doch vorhin nur gelogen, weil ich so sauer auf Jonas war. Es tut mir leid. Bleiben wieder nur Sie, David, nur Sie. Ja, erst Hü und dann wieder nicht Hü und dann so und dann wieder anders. Und wer soll das denn noch ernst nehmen, was Sie erzählt? Also wissen Sie, um das mal salopp auszudrücken, Ihr ganzes Aussageverhalten, das kommt mir so ein bisschen vor, als ob wir bei Wünsch dir was sind. Jeder darf sich da was raussuchen, jeder darf sich das dann so interpretieren, wie man es gerade braucht. Aber alle Ihre verschiedenen Aussagen haben doch letztlich nur ein Ziel, nämlich, dass Sie es angeblich nicht waren. Fällt Ihnen das auf? Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich habe jetzt hier auch jemanden, der das beweisen kann, dass ich das nicht war. Ach ja. Und Sie können auch die ganze Kunstklasse fragen, da wird Ihnen auch jeder sagen, dass ich da war. Mhm. Außerdem habe ich dann eine 1 und die möchte ich auch noch weiter behalten. Gut, eine Erklärung ist abgegeben. Richtig. Mhm. Noch irgendwelche Fragen? Keine Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt, ja, dürfen auch hinten Platz nehmen. Gleiches gilt nämlich für die Frau Herzog, auch die bleibt weiterhin unvereidigt. Dann kommen wir noch zum Bericht der Jugendgerichtshilfe, Frau Bachmann, bitteschön. Also ich habe David als wirklich höflichen, freundlichen jungen Mann kennengelernt. Er kommt aus geregelten Verhältnissen, lebt noch bei seinen Eltern, die ihn zwar streng, aber ich denke durchaus gerecht erziehen. Bei seinen Mitschülern, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ist er beliebt und legt großen Wert darauf, immer im Mittelpunkt zu stehen. Das birgt ja auch dieses Problem, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, dass er eben einfach mal aufbrausend oder unüberlegt handelt, wenn er diese Aufmerksamkeit eben nicht hat. Also ich denke, ihm fehlt einfach die Fähigkeit, nach einer anderen als nur einer Lösung zu suchen. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, wo ich ganz klare Reifedefizite bei David sehe.
Ja, und auch diese ganze Tat mit diesem Skateboard, das ist ja wirklich eine jugendtypische Tat. Also sollte es zu einer Verurteilung kommen, wäre ich für Jugendstrafrecht. Mhm. Dankeschön, Frau Bachmann. Oder hat noch jemand Fragen? Keine Frau Bachmann. Danke. Haben wir noch einen Auszug aus dem Erziehungs- und Bundeszentralregister. Keine Eintragungen, also bisher nicht vorbestraft. Wenn keine weiteren Anträge mehr gestellt werden oder Erklärungen abgegeben, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hochgericht, Herr Verteidiger, Hü und Hott bei der Zeugin Mahler, das ist richtig, von Hü zu Hott und dann wieder zu Hü, aber so unschön das ist, am Ende war es ein nachvollziehbares Hü und Hott und das Hü, zu dem wir am Ende wieder gekommen sind, das ist am Ende glaubhaft. Und da würde ich auch gerne mit Ihnen, Herr Vollender, jede Wette eingehen, dass Sie da die Wahrheit sagt, aber Wetten, wenn ich mir Ihren sympathischen Kopf anschaue, macht keinen Spaß. Da kann ja nur einer verlieren, das wäre ich. Sie sind da ganz angenehm schön in Vorleistung gegangen. Zur Tatzeit ist das Skateboard letztlich aus dem Kollegraum genommen worden, das ist bewiesen aus meiner Sicht und kurz danach wird dann der Geschädigte mit just diesem Skateboard niedergeschlagen. Wer soll es dann noch gewesen sein, wenn nicht der Angeklagte, der kurz zuvor sich im Kollegraum bedient hatte? Das Motiv ist ganz, ganz klar und es fiel auf, wie sehr der Angeklagte mit aller Gewalt versucht hatte, von diesem Motiv abzulenken, indem er fast schon notorisch immer wieder hier rüberbrachte, der ist mir so egal, der Bode ist mir sowas von egal. Und nicht zuletzt ist das ja widerlegt durch die klaren Ausführungen der Jugendgerichtshilfe. Jugendgerichtshilfe, Jugendrecht, damit ein gutes Stichwort. Das findet hier Anwendung. Es ist letztlich Kinderei, womit wir es hier zu tun hatten, aber das klingt so schmälernd, Kinderei mit ganz, ganz schlimmen Folgen, weswegen ich hier nur zu einer Jugendstrafe kommen kann, die dann natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ich beantrage eine solche von 8 Monaten klar auszusetzen zur Bewährung. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, lieber Herr Lukas, ja, danke für Ihre Ausführungen zum Wetten. Darum geht es ja auch ein Stück weit und es ist ein Tatmotiv, auf das ich ein bisschen näher eingehen möchte. Sie haben jetzt gerade sehr viel von Hü, Hott, Hü gesprochen. Ehrlich gesagt, Sie sehen an meinen Ausführungen, dass ich da schon fast ein bisschen verwirrt im Kopf bin. Und genauso, ich sage mal, verworren ist auch nach wie vor die Beweislage, die sich uns nach dieser jetzigen Hauptverhandlung bietet. Ich denke, dass mindestens genauso wie mein Mandant Svenja Mahler als Täterin in Betracht kommt. Warum ist das so? Sie hatte da eine Wette zu verlieren. Da ging es aus ihrer Sicht um viel. Da hat man sich wegen dieser blöden, ja fast schon kindischen Wette total zerstritten danach. Es war an diesem Tag, dem Tag der Tat, ihre letzte Gelegenheit, ihre letzte Chance, diese Wette gerade noch gewinnen zu können. Und wenn Sie sich anschauen und anhören, was sie uns vorhin gesagt hat, fast schon in der Verzweiflung der wahren Täterin, bitte suchen Sie sich jemand anderen. Ja, ich bitte Sie, daran wird doch deutlich, dass zumindest viel, sehr, sehr viel für Sie spricht. Zumindest ist mein Mandant in dubio pro reo freizusprechen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Herr Glaser, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich selbst jetzt auch noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ja, danke. Der Angeklagte David Glaser ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung, § 223 Absatz 1 und 24 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu 2 Wochen Dauerarrest verurteilt, von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Ob das ein cleverer Wetteinsatz ist, auszumachen, dass der, der verliert, den Kopf zur Glatze scheren muss, das kann dahingestellt bleiben. Aber ich glaube mal, an dieser Schule müsste man einigen Mal zumindest den Kopf waschen. Da werden Mädchen ausgespannt, um alte Rechnungen zu begleichen. Da werden Wetten abgeschlossen, wer welches Mädchen herumbekommt. Da werden verdeckte Videos gedreht in der Umkleidekabine und den anderen noch zum Kauf angeboten. Und da wird Mitschülern mit einem Skateboard das Nasenbein kurz und klein geschlagen. Das und nur das, das Letztere, das hatten wir hier aufzuklären und zu ahnden. Und ich bin überzeugt davon, wir haben es aufgeklärt. Und der Angeklagte war der Täter. Er ist nicht belastet worden vom Jonas Bode. Aber er hat gesagt, das war kein Mädchen, das war ein Junge und die Statur passt auf ihn. Ja? Und er ist gesehen worden von der Svenja, als er aus dem Kollegstufenzimmer das Skateboard herausgeholt hat an dem Mittag. Und bevor Sie noch mit Hü und Hott ins Stottern kommen, ich glaube ganz ehrlich, Herr Verteidiger, dass das Hü das Richtige war. Das, was sie als erstes und als letztes gesagt hat. Sie hat bei der Polizei richtige Angaben gemacht und hier am Ende. Nur wenn sie selbst die Täterin wäre, dann würde es überhaupt Sinn machen, das Hott. Ja? Die Täterin könnte sie natürlich sein, weil sie Angst hatte, die Wette zu verlieren. Und wenn er euch die Nase gebrochen hat, dann hatte er keine Zeit mehr, die Wette zu gewinnen. Aber warum soll sie denn plötzlich heute dann den Angeklagten zwischendrin entlasten? In dem Moment macht sie sich selber unglaubwürdig und in dem Moment macht sie sich selbst verdächtig. Also dann hätte nur Sinn gemacht, wenn sie von vornherein straight dabei geblieben wäre, er war das.
Und dieses Hü-Hot zeigt ganz klar, dass sie die Wahrheit sagt mit ihrer Erklärung, ich habe zwischendrin ihn nicht mehr belasten wollen, weil ich mit ihm Streit hatte. So, und außerdem ist ja sowieso die Svenja auch von der Kim gesehen worden, dass sie die ganze Zeit ununterbrochen im Kunstsaal war. Und damit bleibt nur noch der Angeklagte und er hat ein Motiv. Das Motiv haben zwei Menschen gehört. Die Kim, er war irrsinnig eifersüchtig und diese Eifersucht war sehr akut. Er hatte ja im Kunstunterricht 5 SMS geschickt und er hat zum Felix gesagt, dem Jonas poliere ich die Fresse. Und deshalb bin ich überzeugt, dass er die Tat begangen hat und tut mir leid, das war eine ganz miese Nummer. Ein Mitschüler mit solch einem Skateboard das Nasenbein brechen. Ich meine zwar nicht, dass hier eine Jugendstrafe notwendig ist, er ist nicht vorbestraft, aber ich meine ihm, muss man jetzt ganz kurzfristig mal richtig klar machen, dass es so nicht geht. Man muss ihm Zeit nachzudenken geben, dass man so Konflikte nicht löst. Und das geht am allerbesten, wenn Sie mal 2 Wochen in den nächsten Ferien an den Arrest absitzen. Und ich wette mit Ihnen, dass der Arrest nicht angenehm ist. Ich wette mit Ihnen, dass Sie am Ende des Arrestes zu dem Ergebnis kommen werden, dass Sie großen Mist gebaut haben. Und ich hoffe, dass Sie auch zu dem Ergebnis kommen, dass Sie sich bei dem Jonas entschuldigen müssen. Gegen das Urteil können Sie noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Ja, Thema Wette, Sie haben es auch schon angesprochen. Herr Staatsanwalt, nebenbei, Sie haben da nur teilweise recht. Es mag zwar sein, dass wenn Sie also eine vergleichbare Wette wie die Svenja und der Jonas mit dem Herrn Verteidiger abschließen würden, dass da der Wetteinsatz natürlich ungleich verteilt wäre. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Ihre heutige Frisur so ansehe, Sie könnten bei der Wette eigentlich auch nur gewinnen. Vor heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Mhm.